Vielen Dank, Veteran, insoweit richtig, als ich 1980 meine erste Formulatur auf dem Gelände des Krankenhauses Moabit gemacht habe. Das ist das Gelände, das jetzt vom Lageso, bewohnt, behaust wird. Und mir tut es in der Seele weh zu sehen, was da jeden Tag seit einigen Wochen und Monaten sich abspielt. Wie schlimm das ist, haben Sie gerade alle gehört von Tarek. Am 2. September war ich zum ersten Mal dann direkt auf dem Gelände. Ich habe mich mein Lebtag noch nie so geschämt wie an diesem Tag, als ich gesehen habe, unter welchen Umständen die Flüchtlinge dort hausen müssen. Unmittelbar darauf am Telefon und dann vor dem Schreibtisch eines Senators, dessen Namen heute schon mehrfach gefallen ist, nämlich Senator Chaya, der die unerfreuliche Rolle hat, alles das auszubaden, was nicht funktioniert und versuchen muss, in einer Gemengelage aus Alt-Berliner Bürokratie mit zum Teil Stielblüten, die zum Himmel schreien, genauso fertig zu werden, wie gleichzeitig die politische Ebene zu koordinieren. Und jetzt die aus meiner Sicht, für Sie möglicherweise, nicht ganz so erfreuliche Aussage, ich bin Arzt, da bleibe ich bei der Wahrheit. Ich kann es zumindest für die Medizin beurteilen. Ich bin seit Anfang September nur noch unterwegs zwischen Ärztekammer und Lageso-Gelände und alle konkreten Missstände, die dort aufgeschlagen sind in der medizinischen Versorgung, wurden alle auf dem Umweg über den Schreibtisch des Senators Lageso runter zumindest in Angriff genommen. Die Erfolge, die man da benennen kann in der medizinischen Versorgung, sind peinlich. Also die tolle Nachricht ist, in dem Haus C, in dem die Flüchtlinge erst versorgt werden, gibt es jetzt Vorhänge. Da darf man sich freuen. Im gleichen Raum, in dem mit Vorhänge eine Ecke abgetrennt sind, in denen die Flüchtlinge untersucht werden, ist das Büro und der Lagerraum. Auf dem gesamten Gelände des Krankenhauses Moabit, jetzt Lageso, gibt es geschätzt 20 unterschiedliche Gebäude. Im ältesten findet die medizinische Versorgung statt. Ich habe nach wie vor die Hoffnung nicht aufgegeben zu verstehen, was die Politik davon abhält, tatsächlich relativ einfache Entscheidungen zu treffen, um den Flüchtlingen auch medizinisch zu helfen. Das geht nämlich ganz einfach. Es muss nur einer auf den Knopf drücken, genauso wie er Gelder bereitstellt für die Unterkunft an der Schmidt-Nobelsdorf-Kaserne oder bei allen möglichen mehr oder weniger eigenartigen sozialen Dienstleistern für die Caritas, damit die Caritas hauptamtliche Ärztinnen und Ärzte und Hebammen und Krankenschwestern einstellt, um vor Ort die Erstversorgung der Flüchtlinge zu übernehmen. Warum sie das bis zum heutigen Tage nicht tun, entzieht sich jedem Verständnis. Keine Menschen! Es sind Menschen, ich komme gleich noch darauf, weil wenn sie Flüchtling sind, ist es schon schlimm genug. Wenn sie Flüchtling sind und krank sind, ist das noch schlimmer. Wenn sie dann Flüchtling sind und krank sind, zwar medizinisch versorgt werden, aber dann von der Verwaltung hängen gelassen werden, wie wir es gerade gehört haben, ist das nichts weiter als eine riesige Sauerei. Flüchtlinge sind krank, Gott sei Dank nicht alle, aber zwischen 150 und 200 Patienten kommen jeden Tag alleine in die Behandlungsräumlichkeiten im Haus C auf dem Gelände des Krankenhauses Moabit. Wie es in den anderen Unterkünften aussieht, würde ich Ihnen gerne berichten, kann ich aber nicht, es weiß nämlich niemand, es weiß noch nicht mal die zuständige Mitarbeiterin des Senats. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, Sie, auch in der Medizin, Pflege, Gesundheitsberufe, die Zivilgesellschaft funktioniert. Es waren von Beginn an freiwillige Ärztinnen und Ärzte auf dem Gelände, die aus dem Stand heraus eine medizinische Versorgung übernommen haben. Mein besonderer Dank an Dina Laubisch, Ärztin in Weiterbildung aus der Schlossparklinik, die die Dienstpläne geschrieben hat, Frau Schüssler, pensionierte Kinderärztin, Herr Wollmann, pensionierter Kinderarzt, Frau Lüchtrade, da gibt es einen ganzen Strauß von Leuten, die sind absolut prachtvoll. Applaus
Zu den kleinen Fortschritten gehört auch die Organisation, dass die Leute wenigstens das Material haben, das sie brauchen, um zu arbeiten. Und ich danke der Caritas, namentlich Sarah Kahn, ist sie heute hier, hoffentlich. Herzlichen Dank, liebe Sarah, du machst das fantastisch. Eine junge Frau, die hervorragend dafür sorgt, dass wenigstens die Medikamente da sind, die die Ärzte brauchen. Die wiederum werden geliefert von Vivantes. Flüchtlingslager. In der Glockenturmstraße, Olympiastadion, Schmidt-Nobelsdorf-Kaserne, jetzt auf Bundesallee, macht die Charité. Die Charité war klug genug, ihre Ärzte freiwillig um Einsatz zu bitten, aber im Rahmen ihres Dienstauftrages dann dahin zu schicken. Das ist nicht unwichtig. Wenn ich in meiner Freizeit Patienten versorge und ich mache was falsch, wer haftet? Also es gibt eine Menge Probleme im Kleinen, die man auf die Art und Weise geregelt kriegt. Die Unterstützung, die wir kriegen aus dem Lageso, ist fantastisch. Sie nehmen sich einfach ein scharfes Messer, ziehen sich einen Kampfanzug an, gehen in die entsprechende Etage, schneiden sich das Stück an Unterstützung raus, was sie brauchen. Das war jetzt etwas garstig, aber sagen wir so, von sich aus kam vom Lageso leider relativ wenig. Für mich ist das Lageso, wenn man es mal lokalisieren möchte, die Einrichtung, die am wenigsten in dieser gesamten Sache funktioniert. Deswegen ist der Adressat dieser heutigen Demonstration absolut richtig und genau da muss sich etwas ändern. Wir brauchen eine bessere Staatsverwaltung, die finanzieren wir ja auch noch. Wir haben inzwischen einen Zustand erreicht, wo das ehrenamtliche Engagement langsam nachlässt. Die Leute sind nicht einfach müde, die sind erschöpft, die kommen aus dem Urlaub und nach drei Tagen vor auf dem Lageso-Gelände sind sie so weit, dass sie sagen, ich muss Obacht geben, dass ich hier nicht irgendwie einknicke. Also die ganz klare Forderung an den Senat von Berlin, vor allen Dingen an das Lageso, sorgen Sie für eine strukturierte, hauptamtliche medizinische Versorgung, selbst dann, wenn diese Flüchtlinge noch nicht registriert sind. Lageso ist aufgefordert, die prekären Zustände, unmenschliche Zustände, Zustände, die mittlerweile weltweit über die Medien gehen, zu beenden. Diese Zustände mit jungen Menschen, mit Familien, mit Kindern im strömenden Regen unter erbärmlichen Umständen medizinisch versorgt. Ich kenne viele Ärzte, die dritte Welterfahrung haben, die in Schwarzafrika waren und in anderen Ländern, die sagen, es war noch nie so schlimm und so mies organisiert wie im Haus C, in der Turmstraße 21, in der Verantwortung einer staatseigenen Einrichtung. Hier verspielt momentan der Senat von Berlin den guten Ruf Berlins. Wir halten dagegen. Jeder von uns, jeder von Ihnen hat sich bereits entschieden. Die Pegida-Leute, die auf die Straße laufen, die sind Teil des Problems. Sie, wir alle, wir wollen Teil der Lösung sein. Und zur Lösung gehört konkrete Aktion vor Ort, ob man am Wochenende im gemieteten Auto für Kreuzberg hilft, durch die Gegend fährt und Materialien verteilt, oder ob man politisch Druck ausübt. Wir sind Teil der Lösung und wir werden da auch nicht nachlassen. Und zwei Punkte noch von meiner Liste zum Schluss. Auf den zweiten Teil freue ich mich, der erste fällt mir schwer. Ich war noch selten in meinem Leben in so einer emotionalen Situation wie in den letzten 6 Wochen. 80% meiner gesamten Energie verwende ich darauf, nichts weiter als nackte Wut und Fassungslosigkeit irgendwie unter dem Deckel zu halten. Mit den restlichen 20% versuche ich konstruktiv zu arbeiten. Und diese konstruktive Arbeit macht Spaß. Wir geben uns gegenseitig Energie, die wir alle brauchen, ob der Rettungssanitäter oder auf der höheren Ebene. Wir helfen uns idealerweise im direkten Kontakt alle gegenseitig, damit wir nicht nachlassen in dem Bemühen um etwas, was wichtiger ist als Medizin. Um etwas, das wichtiger ist als die Versorgung von Flüchtlingen. Es geht hier nämlich um die Grundlagen unserer Gesellschaft, weswegen wir hier ohne Krieg sicher in beheizten Räumen mit Essen und Trinken leben können. Es geht um Humanismus und Menschenrechte.
Die Grundlage unserer Gesellschaft ist Humanismus, nicht Kapitalismus. Wer diese Grundwerte bei der ersten ernstzunehmenden Herausforderung einfach über Bord schmeißt, schmeißt die gesellschaftlichen Grundlagen über Bord und macht uns selber potenziell früher oder später zu Flüchtlingen. Schöne Grüße nach Bayern. Wir halten dagegen. Danke.